Hallihallo Freunde, da bin ich wieder, der NRW 18. Wir willkommen im nächsten Teil. Jetzt verplapper ich mich ja schon ganz. So, und ich zeige euch jetzt, wie dieses Rätsel funktioniert. Im letzten Teil habe ich es euch ja schon vorgelesen, was hier oben stand, dass jede Schachfigur so ein Symbol hat und jedes Loch hier auch so ein Muster hat. Das heißt, wir müssen, so eine Art Memory-Spiel ist das jetzt hier, wir müssen jetzt im Prinzip nur die richtigen Symbole zu den richtigen Farben sortieren. Und ich habe mir da mal ein bisschen Arbeit gemacht und habe mal ein wenig recherchiert und mal ein wenig vorgearbeitet für mehr. Und bin dann zu folgender Lösung gekommen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das irgendwo platzieren würden, wo es falsch ist, dann kommt dieses Geräusch und das springt wieder zurück. Wenn wir es richtig machen, sieht das so aus. So, der kommt dahin. Das Pferdchen kommt dahin. Jetzt ist hier... Na, so. Dann geht es weiter mit dem hier. Hallo. Hallo. Es kommt dahin. Dann kommt das schmucke Teilchen hier. Ja, hallo, nimm's doch mal. Hä? Moment. Das? Ah, nee. Eins weiter. Hallo. Ja, nimm's doch. So, da kommst du hin. Der König, der geht, da oben hin. Hallo. Nimm's doch, bitte, Stoppard. Nimm's doch. Also, du sollst es nehmen. Ha! Ey, sag mal, will der mich hier flachsen oder was? Boah, ich dreh ja gleich durch. Nimm es, Mann! So. Das Teil kommt dahin. Teil. Jetzt geht das wieder los. Nimm es doch bitte. Nein. Du sollst es nehmen. Freunde, womit habe ich das verdient? So. Das Ding kommt dahin. Und dieses Rätsel ist im Übrigen in meinem Baphomets Fluch Classic Let's Play nicht zu sehen. Weil ich Baphomets Fluch 1 von damals einer Spielesammlung habe und ich vermute mal, das ist aufgrund dieser Tatsache damals nicht bei gewesen. Aber das reiche ich ja dann jetzt hiermit nach. Das kommt da unten hin und der kommt daneben hin. Ja, komm bitte. Zieh's rüber. Nur rüberziehen. Nur bitte. Ah! Mann, ey! Sag mal, muss man hier erst ein Ave Maria aufsagen, oder was? Ja, rüber! Oh, dieses Spiel, ne? Mann! Ganz ruhig. Nicht hyperventilieren. Hier irgendwo muss die Hand kommen. Nein, ich will's doch. Ist das geschehen, passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Hä? Doppelt gesagt? Okay. Oh, jetzt geht das wieder los. Nein, ich will... Ja. Nee, Moment. Auf... Moment, was habe ich denn jetzt hier? Das ist... Moment mal. Das ist... Läufer... Ach nee, das ist... Hä? Moment mal. Das ist der König. Ach so, in der Mitte. Ja. Bitte nimm es. Ja. Nein. Nimm es doch bitte. Nimm es. Moment mal. Der... Was habe ich denn jetzt hier? Was ist das denn? Der... Nee, das ist verkehrt.
das hier ist das der... Nee, das ist der König. Da habe ich mich vertan. Der da... Oh, nimm es doch bitte! Ey, wenn der hier mal richtig klicken würde, dann wäre das Spiel innerhalb von ein paar Minuten rum. Aber nein! Was soll das? Freunde, ich... Aha. Ich mach das hier echt nicht mit Absicht, aber gleich raste ich aus hier. Ist das jetzt der Läufer oder ist das der Springer? Mann, das ist der Springer. Nein! Ah, da war ich genau verkehrt rum. Bingo! Schachmatt natürlich. Tada! Senior Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senior Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senior Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Wieder in Nikos Apartment. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. So, und jetzt nochmal zur Erklärung vom Schachbrett. Dazu muss man sich ein bisschen mit Schach auskennen. Man muss sich das so vorstellen, dass zwei Spieler gegeneinander spielen. So, gehen wir jetzt mal von den weißen Figuren aus. Der weiße König, ich sag mal so, in der Mitte nennen wir jetzt die Felder, also A, B, C, D, E, F, G und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. Ihr kennt das ja, X-Achse, Y-Achse. So, ich habe mir das so rauspuzzlementiert. Der weiße König kann auf B4, wo wir den jetzt hingestellt haben, nicht geschlagen werden. Denn der Springer... Moment, der Springer kann nämlich nur mit einem Zug aus zwei Feldern senkrecht und ein Feld waagerecht und umgekehrt ziehen. Das ist auch irgendwo logisch. Der Turm unten links kann nur ein Feld ziehen. Klar, Turm halt. So, gleichzeitig deckt aber der weiße König auch das Feld B3 ab, sodass der schwarze König nicht dorthin flüchten kann, also praktisch von dem vom anderen Spieler. So, der Springer bedroht, so wie wir es da hatten, den König auf A2 und deckt aber gleichzeitig das Feld B1 ab, sodass der andere König, also der schwarze König, nicht dahin flüchten kann. So, also haben wir den festgesetzt. Der weiße Springer wiederum kann ebenfalls von einer schwarzen Schachfigur geschlagen werden. Das ist dann auch klar. Dem schwarzen König würden daher nur die beiden schwarzen Felder A3 und B2 übrig bleiben, wohin er ziehen kann. Doch da der Läufer nur diagonal ziehen kann, deckt er genauso diese beiden Felder ab. Logisch? Könnt ihr mir soweit folgen?
Der Läufer, also praktisch der andere Läufer, könnte nun zwar sowohl vom schwarzen Turm als auch von der schwarzen Dame geschlagen werden. Doch der schwarze König, den wir ja vorher hatten, könnte dann die Gefahr durch deinen Springer nicht entkommen. Also Schachmatt. Ha, so, so viel dazu. Kommt mir jetzt ein wenig vor wie in meinem Let's Play, wo war das? Runaway. Mit der Fotolinse. Egal. So viel Halbwissen nebenher. Jetzt wisst ihr nämlich auch Bescheid. Und wir machen jetzt hier weiter mit Nico. Ist da etwas zwischen dir und Lobino? Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber... Lass mich in Ruhe. Zicke. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Manchmal kann Nico eine echte Zicke sein. So, ich will jetzt nochmal zurück zum Museum Krul. Da rein, nämlich zu Lobino. Da ist er. Guten Tag. Hi, André. Hallo, George. Was? Moment. Ach nee, Quatsch. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Ja, genau. Keine Ursache. Nein, wieder raus. Nicht dahin, nach Montefaucon will ich. Ah, er ist auch wieder da. Und zwar in die Kirche. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. André Lobino. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Dann war das einmal hier gucken. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Dann gucken wir dann hier einmal durch. Haben wir das schon? Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. So, und die Linse benutzen wir jetzt mal damit. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Und jetzt gucken wir mal da durch. Per disciplinam meam lux videbis. Hey. Drei Linsenelemente müssen in der korrekten Position innerhalb des Kreises geschoben werden, sodass ein klares Bild entsteht. Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld, wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt. Klick darauf und ziehe es dann mit gedrückter Maustaste nach links oder rechts. Ach du liebe Zeit. Dieses Rätsel hatten sie aber in der Endfassung nicht. Na? Ja, warten du. So. Oder nicht? Oh, okay. Ach, das ist so eine A2 gezeigtes Bild, oder was? Okay. Ja, was denn jetzt? Naja, so nicht. Naja, so rum auch nicht. Also bleibt doch nur noch das.
Aber dann passt das Gesicht nicht. Alter, war bübscht. Freunde, die Zeit rennt mir davon. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.